werden. Wir haben uns die Koalition nicht ausgesucht. Das war das, was am Ende die Wählerinnen und Wähler entschieden haben. Wenn wir einigen könnten, dass die, die sich hier integrieren wollen, die Deutsch sprechen, die arbeiten wollen, wenn sie es können, dass die auch eine faire Chance kriegen, das finde ich alles total daneben. Im Zweifel wählen die Leute uns dann nicht demokratische Parteien, sondern die anderen. Man darf denen das Thema nicht überlassen. Ganz kurz nach Brandenburg schauen, jetzt wo wir die Bilder gerade gesehen haben. Es war durch das Bündnis Sarah Wagenknecht ja doch eine Zitterpartie. Was könnte es jetzt schon über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien sagen? Naja, das hat es auch schon bei anderen Wahlen gegeben, dass im ersten Wahlgang nicht alle Stimmen beisammen waren. Schön ist das nicht, aber am Ende spielt das keine große Rolle. Dietmar Woidke ist jetzt gewählt worden und die Aufgaben müssen angegangen werden. Wir haben uns die Koalition nicht ausgesucht. Das war das, was am Ende die Wählerinnen und Wähler entschieden haben. Ach ja, Herr Stegner, haben die Wähler das so entschieden oder haben die Wähler nicht was ganz anderes befürwortet in der gesamten Mehrheit? Wäre es nicht angebracht, dem Wählerwillen zu folgen und gegebenenfalls eine rot-blaue Regierung zu bilden? Und wäre es nicht mindestens angebracht, dass man eine Mehrheitsregierung dann gegebenenfalls stellt, also SPD, CDU und BSW zusammen? Das, was Sie hier gemacht haben mit der SPD, ist nichts anderes als die komplette Ignoranz des Wählerwillens und nicht die Umsetzung des Wählerwillens. Und damit muss jetzt das Beste versucht werden. Schauen wir damit jetzt auf die Bundespolitik und auf die Situation in Syrien und syrischer Flüchtlinge hier in Deutschland. Scholz hat erklärt, er wolle erstmal abwarten, sehen, wie sich die Situation entwickelt und dann auch sehen, ob vielleicht viele Syrer auch proaktiv wieder zurück in ihre Heimat wollen. Warum aber nicht jetzt schon an einem Plan arbeiten für den Moment, wenn Syrien ein sicheres Herkunftsland wird? Schauen Sie, wir haben jetzt wenige Tage, ist das her, seitdem der Diktator nach Jahrzehnten Gott sei Dank aufgegeben hat und Assad aus dem Land geflüchtet ist. Und dann schon unmittelbar danach mit klugen Ratschlägen zu kommen oder Vorschlägen, wie sie aus der Union kommen, von Herrn Spahn zum Beispiel, zu glauben, man kann das gleich irgendwie wahlpolitisch nutzen, das halte ich für einen großen Fehler. Kein Mensch weiß, wie die neuen Machthaber in Syrien agieren. Es ist sicherlich eine Verbesserung gegenüber Assad, aber niemand weiß, wie es weitergeht, was die Türkei tut. Und sich das anzuschauen, mit den Akteuren zu sprechen, sich europäisch diplomatisch abzustimmen, mit der Türkei etwa auch zu reden, das ist doch jetzt notwendig und nicht ganz schnell aus der Hüfte geschossen mal eben Vorschläge machen, wie zum Beispiel von Jens Spahn. Das halte ich für hochgradig unseriös und es ist auch übrigens nicht besonders, kein Zeichen von besonderer Klugheit, finde ich, insgesamt sich so zu verhalten. Es geht nicht darum, jetzt ein halbes Jahr zu warten, sondern es geht darum, sich anzusehen, wie sich das entwickelt, ob es Möglichkeiten gibt, mit den neuen Machthabern in Syrien auf eine vernünftige Basis zu kommen. Und alles andere kann sich dann daraus entwickeln. Aber schnelle Vorschläge müssen keine guten sein. Erst einmal ist es so, dass bereits gewisse Gebiete vor dem Abgang von Assad als sicher erklärt worden sind. Da gab es ja entsprechende Urteile, beispielsweise auch beim Verwaltungsgericht in Münster, was den subsidiären Schutz aufgehoben hatte. Darüber hinaus, wenn man sich mal diese Jubelbilder anschaut von Syrern in Deutschland und ihre Machtdemonstrationen für den Islam in der Öffentlichkeit, da muss man einfach einmal sagen, das ist eigentlich der Beleg dafür, dass diese Menschen doch genau dahin gehören oder dahin wollen, in einen Staat, der entsprechend gemäß Scharia strukturiert ist, beziehungsweise, dass man dort einen Gottesstaat hat, ja. Und der einzige Grund, warum wahrscheinlich viele in Deutschland bleiben wollen, ist eben, weil sie hier Bürgergeld empfangen. Und wenn man zumindest schon nicht sagt, man kann jetzt nicht abschieben, dann müsste man zumindest mal hergehen und das Bürgergeld für Syrer streichen und sagen, es gibt nur noch entsprechend Sachleistungen. Jetzt muss man aber sagen, zur Realität gehört natürlich, dass zum einen Migration ein riesiges hier bei uns ist, auch in dem Wahlkampf, der jetzt läuft. Die SPD steckt auch mittendrin. Und wir immer wieder gesehen haben, dass man die Debatte so auch denjenigen überlässt, die sie für sich nutzen, vor allem an den Rändern. Also warum jetzt nicht den Wählern, den Menschen zeigen, man ist da zumindest dran? Das tun wir ja, aber das zeigt man nicht, indem man flotte Sprüche von sich gibt. Ich sage das nochmal wie Herr Spahn, das ist wirklich komplett unseriös. Der versucht so ein bisschen an den rechten Rand zu schielen, sondern man muss mit praktischen Antworten kommen. Und die geben wir ja durchaus, wenn Sie mal schauen, die unkontrollierte Zuwanderung hat deutlich abgenommen. Die Europäer haben sich verständigt und wenn wir uns auf eine... Auch das ist eine glatte Lüge. Beispielsweise sind allein aus Syrien 7000 Menschen allein im August 2024 nach Deutschland gekommen. Und man sieht, dass das Niveau der Zuwanderung nach wie vor sehr hoch ist. Linie einigen könnten, dass die, die sich hier integrieren wollen, die Deutsch sprechen, die arbeiten wollen, wenn sie es können, dass die auch eine faire Chance kriegen,
Das war es, was mit der Union nie zu machen war. Und umgekehrt dann eben auch gilt, dass diejenigen, die beispielsweise Kriminalität verüben, Schwerstkriminalität verüben, nicht hier bleiben können, das ist eine kleine Minderheit, dann ist das was, mit dem man arbeiten kann. Aber ich halte überhaupt nichts davon, so zu tun, als ob man mit ein paar Sprüchen die Flüchtlingsdebatte führt. Am besten noch mit einem Stück Schäbigkeitswettbewerb. Das finde ich alles total daneben. Im Zweifel wählen die Leute uns dann nicht demokratische Parteien, sondern die anderen. Man darf denen das Thema nicht überlassen, aber bitte mit Vernunft und mit faktenbezogenen Dingen und nicht mit den Sprüchen, die wir aus der Union gerade gehört haben. Fakt ist, dass wenn kein Asylgrund mehr vorliegt, dann auch die Syrer zurück in ihr Land zurückkehren müssen. Und darüber hinaus ist es nun mal so, dass 55% der Syrer im Bürgergeld sind. Das kostet Deutschland im Jahr 3,5 Milliarden Euro. Das heißt, was man mindestens machen muss, wie bereits erwähnt, ist dafür zu sorgen, dass kein Bürgergeld mehr an Syrer ausgezahlt wird, an andere Asylsuchende in Deutschland natürlich auch nicht, nur noch entsprechend Sachleistungen geleistet werden. Und dann ist, denke ich, auch die Motivation deutlich höher für diese Menschen, zurück in ihre Heimat zu kehren. Sie haben gerade Kriminelle angesprochen, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, aber nicht diejenigen, die hier in Deutschland kriminell sind, sondern diejenigen, die zum Assad-Regime gehört haben, seine Schergen, seine Folterknaben, bei denen jetzt die Sorge besteht, dass sie das Land schnellstmöglich verlassen, weil ihnen jetzt natürlich Verfolgung dort droht. Wie sichert man Deutschland vor diesen Menschen? Na, ich glaube schon, dass wir ja inzwischen europäische Vereinbarungen haben, die unkontrollierte Zuwanderung vermeiden und gerade solche Leute, die ja nicht Verfolgte sind, sondern die Täter sind, die im Zweifelsfall Mörder sind, Folterknechte sind, die dürfen natürlich keinen Schutz durch andere erfahren und auch nicht von Deutschland. Ich glaube, das kann man international sicherstellen. Und auch da gilt aber, dass man sich die Entwicklungen anschauen muss und dass man zum Beispiel eben auch mit Nachbarländern sprechen muss. Ja, also das Konzept von einem Stegner ist an dieser Stelle einfach mal zu schauen, auf die so super funktionierenden europäischen Lösungen zu setzen und einfach weiterhin Gespräche zu führen. Das wird mit Sicherheit nicht klappen. Das hat auch in der Vergangenheit nicht so gut geklappt. Von daher können wir hier eigentlich das Ganze übersetzen als: Wir haben keinen Plan von der SPD, wie wir dieser Lage Herr werden wollen. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.